wird mein Denkmalschutz auch los, ne? Ja, eben. So ein bewährtes Mittel. Moin. So, wir müssen mal hier durch. Wo möchten Sie denn hin? Ja, da. Warum? Bin ich jetzt gefangen hier? Nein, das ist nee. Ernsthaft. Ja, ja, ist ja okay. Bei dem anderen. Das ist nicht gerade. Wenn da jetzt ein Loch drin geht, dann drücken wir alle raus. Vielleicht lassen wir die Außenwand stehen und graben die Schädellift ab. Den Rohr machen. Ja. Hier fahren wir wieder das Wand. Ein Nebel hier, man kann gar nicht sehen. Thank you.
Also dieses schöne Haus hinter uns, das sollte stehen bleiben, das sollte instand gesetzt werden. Die ganze letzte Woche ist da gebohrt worden, da war ja noch Frost, da war der Boden sehr hart. Richtig an der vorderen Linie der Baulücke längs. Ne? Das war wahrscheinlich für die Tiefgarage. Das gab solche Erschütterungen, dass wir fünf Häuser weiter wohnen, neue Risse in den Wänden haben. Und das ging eine ganze Woche lang. Wir haben uns total gewundert, dass die Wand dieses Hauses, das ja nicht im besten Zustand ist, das eben saniert werden musste, nicht abgestützt wurde. Ja? Und heute Morgen um 8:30 war es ziemlich laut und da ist die Mauer, die seitliche Mauer, die man von hier aus jetzt nicht sieht, des Hauses runtergebrochen. Das Haus war dann praktisch offen. Dann kam der Denkmalschutz und der hat, was wir gerade erst gehört haben, gesagt, die Wand muss wieder ran. Und jetzt wird aber schon seit Stunden hier abgerissen. Wir haben jetzt gerade mal den Denkmalschutz nochmal angerufen und die wissen von nichts. Das ist der Stand. Man fragt sich also, sind die unfähig zu bauen? Dann dürften sie nicht weiterbauen. Wenn sie nicht wissen, dass man dann ein Haus abstützen muss, wenn man daneben derart bohrt, eine ganze Woche lang. Oder war das geplant? Das fragen wir uns. Wir haben erst gedacht, es ist ein Unfall auf der Baustelle passiert, sind dann runter, weil da war dann hier schon abgesperrt. Und da war die vordere Front weg und das ganze Haus war halt dann, hat man gesagt, einsturzgefährdet. Und jetzt haben sie wahrscheinlich so mit Gefahr im Verzug, werden sie es begründen, schätze ich mal. Jetzt können sie da einen Neubau hinstellen. Das ist für die, das ist das, was sie wahrscheinlich immer wollen, schätze ich mal. Man kann die Mieten höher ansetzen von vornherein. Es gibt hier Abmachungen für die alten Häuser, dass die Mieten die nächsten 10 Jahre nicht steigen dürfen, dass die Mieten eingefroren sind. Das gilt dann wahrscheinlich für den Neubau nicht. Mieter sollen wieder renieren sein. Richtig, ja. Und wenn das Taylor ist innen halt eine Zusage für August. Der wollte wieder zurück, aber jetzt hat er da 10 Jahre zum alten Mietpreis und dann ist er Rente. Ich weiß nicht, ob seine Tochter das weitermacht. Ja, aber ich meine, die haben die Kundschaft nicht mehr, die haben den schönen Laden nicht mehr. Offenbar zugestimmt, dass die ein paar Sachen abmachen, dass das Haus nicht einstürzt. Aber der hat denen keine Genehmigung gegeben, um das ganze Haus abzureißen, was sie jetzt gerade tun. Das haben sie extra so gedreht. Und das ist jetzt Wochenende, die Leute sind nicht da. Ne? Eine Sauerei, oder? Kann man jetzt schön in der Nacht. Die Dame ist in der Prüfabteilung, die ist da, die trägt. Und es ist noch nicht ganz klar, also die verhandeln noch. Und jetzt ist alles weg. Ja, jetzt aber das war ganz einfach. Willkür. Nee. Die haben schon die Pläne in der Schublade. Ja, natürlich. Wie gesagt, ich habe es ja gesehen im Winter, dass sie oben die Fenster, was man von der Straße aus nicht sehen konnte, die alles offen stehen lassen haben, damit es reinregnet. Es hat wochenlang reingeregnet, wo ich immer gedacht habe, entweder sie sanieren, damit sie es zumachen, oder sie lassen auf, damit es zum Abbruch bleibt. Die hätten da schon, die Fenster sind alle drin gewesen, schon innen verputzen können oder so, kann mir da keiner erzählen. Das war so ihr Plan, der linke Giebel geht weg, wenn der Frosch weggeht und dann ist passiert heute Morgen, ist das alles abgesackt da, und jetzt wird abgerissen. Jetzt kann er seinen 5 Etagen kann er jetzt hinstellen zum neuen Mietpreis. Das ist schön, wunderbar. Dann gelten die Abmachungen. Nee. Alle haben die eingefrorenen Mieten und dürfen wieder zurück. Ja. Wir sind hier in der Bernhard-Nocht-Straße, das ist das Gelände von Köhler und von Wagen. Es
geht um die Bernhard Noch Terrassen. Wir haben zu dem Gelände No B&Q gesagt, also lange Zeit dafür gekämpft, dass hier die ganzen Abrisse nicht stattfinden und auch ein anderes Programm für die ganze, für das ganze Karree entwickeln. Also waren viele Leute dran, haben sich viele Leute gekümmert. Deswegen wundert uns das jetzt auch sehr. Wilde Wohnbausiedlung, 14,90. Das ist halt, das ist die Entwicklung. Und wenn die langsam nicht mehr St. Pauli unter Bestandsschutz stellen, dann ist es irgendwann nicht mehr St. Pauli, sondern Reichenviertel. Uhlenhorst an der Elbe. Und heute Morgen um 8:30 gab es einen riesigen Krach und dass diese Mauer da seitlich runtergekracht. Das war aber auch alles. Dann kam die Polizei, hier wurde abgesperrt und der Denkmalschutz war hier. Heute Abend dann um 6 Uhr haben die hier schon, ich weiß nicht, schon länger, waren die schon am Abreißen. Dann haben wir gedacht, der Denkmalschutz hat zugestimmt, haben wir natürlich gedacht. Nach einer Weile
haben wir dann beim Denkmalschutz angerufen, also abends, jemand erreicht und gesagt, hey, guckt euch wenigstens an, was ihr immer genehmigt und so. Dann hat sich herausgestellt, dass der Denkmalschutz hat es überhaupt nicht genehmigt, ja. Also es ist ein völlig illegaler Abriss hier, ja. Sie hatten gesagt, da wo Leute gefährdet sind, so die Ecke, das darf weg, aber das Treppenhaus darf nicht berührt werden. Hier ist schon das halbe Treppenhaus jetzt weg. Wir wissen von Leuten, die hier wohnen, in dem Ratshaus, im nächsten Haus, dass bis 11 Uhr nachts das ganze Haus weg sein sollte, ja. Die haben denen gesagt, pass auf, wir kommen heute Nacht noch bis zu euren Schlafzimmern. Also das muss aber um 11 Uhr fertig sein, das ist unsere Ansage. So, das ist der Stand hier. Jetzt fragt man sich, die Bauprüfungsabteilung des Bezirks Mitte war auch vor Ort, ja, und hat das Ganze mitgetragen. Wir sind dann zur Polizei gegangen und haben gesagt, bitte stoppen Sie das, es ist nicht legal. Daraufhin ist es erstmal gestoppt worden und wie es jetzt weitergeht, wissen wir nicht. Aber es ist, also man muss mehreres überlegen. Hier haben Leute Zusicherungen bekommen, dass sie hier wieder zurück können in ihre Häuser, bei gleicher Miete für 10 Jahren, ja. Das ist eine Abmachung und es gab eine Abmachung, dass das Haus stehen bleibt, ja. Und es steht unter Denkmalschutz. So, das sind so die Fakten. Wir fragen uns natürlich, entweder können die nicht bauen, sonst hätten sie es ja abgestützt und wüssten sowas. Ich meine, das sind ganz normale Vorschriften, ja, das macht man immer. Wenn sie das nicht können, sollen sie aufhören zu bauen. Oder es war Absicht, das fragen wir uns natürlich. So, und das ist, was man dazu zu sagen hat. Das ist ja jetzt mal der Anblick, was halt zerstört worden ist. Macht mich das schon ein bisschen gestört. Ich hab den Glauben, deswegen bin ich ein bisschen gerade durcheinander. Und so wie es bei uns gerade aussieht, ist, dass überall in den Zeitungen stand, dass die Esserhäuser abgerissen werden. Was de facto einfach nicht zurzeit nicht wahr sind. Und zwar hat sich auch der Andi Grote, der vielleicht demnächst mal der Bezirksamtsleiter wird, dazu geäußert, dass die Bayern, indem sie die Gespräche mit uns abgebrochen haben, sich soweit mittlerweile distanziert haben von einem Abriss. Sie kriegen einfach keine Abrissgenehmigung, solange sie sich nicht mit uns einigen. Aber wie wir hier sehen, wird sich nicht immer an Vereinbarungen gehalten und deswegen bleiben wir weiterhin kämpferisch. Und setzen uns dafür ein, dass unser Haus nicht so aussieht und nicht so endet wie das, was wir vor uns hier sehen. Und ja, das war's. Nicht nur in St. Pauli steigen die Mieten und wir haben Probleme in Esserhäusern und hier in der Bernhard-Nacht-Straße. Wir haben eingeladen, unter dem Titel Investortrommel platzen lassen, Mietenwahnsinn stoppen. Die Kampagne geht weiter. Wir fördern, Wohnraum muss endlich vergesellschaftet werden. Ein erster Schritt dahin ist eine Mietobergrenze, die wir fördern. Und ihr werdet noch weiter von uns hören in diesem Jahr. Macht euch gefasst. Auf was Schönes. Ich wollte euch nur sagen, es ist noch nicht gegessen hier, für heute Nacht nicht. Da wird im Baubüro, ist noch die vom Bezirk Mitte, die Bauprüfungsabteilung, dann jemand vom Denkmalschutz und Statiker vom Denkmalschutzamt und natürlich die Arbeiter, die Bauleitung von Köhler und Verband, die verhandeln noch. Also es ist noch nicht gegessen, ob die weitermachen oder nicht.
morgen nicht nur erfahren wird. Es hat da gerade eine Verhandlung stattgefunden zwischen Denkmalschutzbehörde und anscheinend irgendwie Baustatikern hier von der Bauprüf und der Baustellenleitung hier. Und die durften jetzt ein paar Stücke abbrechen, die man Überhang nennt. Und morgen wird sich die Sachen genauer angeguckt und in die Bauakten reingesehen. Was das heißt, weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau. Ich habe nur das Gefühl, mit jedem Stückchen, was sie zur Sicherung abgebrochen haben, haben sie gleich das nächste Stück gelockert. Und wenn man je vorgehabt hätte, irgendwie den Abbruch hier so zu meistern, als um irgendwie möglichst viel von dem Haus zu erhalten, dann hätte man das Ganze gar anders gemacht. Und das ist total deutlich, sie wollen das Ding weghaben, und zwar so schnell wie es geht, damit hier kein Beifallsurteil steht. Das ist jetzt eine offene Wunde hier. Da sieht man, was gerade passiert.